Ja, bald können Sie in Worms wieder richtig tanzen gehen, denn das Jazz and Joy Festival steht wieder vor der Tür und ich freue mich jetzt, den Kulturkoordinator der Stadt Worms und künstlerischen Leiter des Festivals, Dr. David Meyer, Doktor ohne Doktor, also der Doktor ist da, aber ich Ganz sollte wie du ihn eigentlich, magst, wir hatten ganz wie du gesagt, ich soll ihn magst. nicht dazu sagen, das habe ich ihn dazu gesagt, selber schuld. Schönen guten Ja, Abend. schön, dass du da bist. Wir müssen mit dem leicht negativen gleich zu Beginn beginnen. Corona, letztes Jahr noch ein Thema. Wie sieht das dieses Jahr aus? Also wir bereiten uns auf ein Festival vor, ohne Einschränkungen. Wir hoffen natürlich auch, dass es so bleibt. Wir haben natürlich ganz andere Voraussetzungen jetzt, ne? Also wir haben natürlich hohe Infektionszahlen, das ist klar. Corona ist nach wie vor da, aber wir setzen darauf, dass die Leute einen Impfschutz haben. Und natürlich wird sich die Kultur- und Veranstaltungs GmbH der Stadt Worms auch dieses Jahr darum bemühen, dass die entsprechenden Hygieneverordnungen eingehalten werden, die dann halt auch gelten. Und das Wichtigste ist einfach, dass wir aufeinander aufpassen. Ja, letztes Jahr hat es ja stattgefunden, aber unter natürlich anderen Umständen. Dieses Jahr habt ihr so eine Art Kompensation praktisch, dass es noch mal ein bisschen mehr gibt, ein bisschen größer. Wie ist die Stimmung unter den Künstlerinnen und Künstlern, die jetzt praktisch jahrelang, also monatelang nicht auftreten konnten? Ja, das ist schon ein Thema, das nach wie vor sehr, sehr präsent ist. Also ich habe mich ja in der Funktion als Kulturkoordinator sehr dafür eingesetzt, dass die KünstlerInnen auch in diesen letzten 2 Jahren, die sehr schwer waren, unterstützt werden. Das hat die Stadt Worms, das hat der Rat auch mitgetragen und da bin ich sehr dankbar dafür. Klar, die Auftrittsmöglichkeiten sind ausgeblieben. Viele KünstlerInnen waren am Existenzminimum. Das muss man allen deutlich sagen. Ich habe viele Freunde im Bekanntenkreis, die sich auch andere Berufe gesucht haben. Es ist schon ein deutlicher Einschnitt. Aber umgekehrt, um jetzt mal positiv das Ganze zu sehen, dürfen wir uns auf ein tolles Festival freuen. Und wir sehen natürlich eine Veranstaltungsdichte, die es, glaube ich, so noch nie gab. Also doch eine leichte Kompensation. Also dieses Jahr kann man es richtig krachen. Ja, unsererseits jetzt nicht zwingend. Wir haben dieses Jahr nur 4 statt 5 Bühnen. Vor der Pandemie hatten wir 5 Bühnen. Das können wir aus verschiedenen Gründen dieses Jahr nicht realisieren. Aber das gewohnte Flanieren zwischen den Bühnen mit einem Eintrittspreis, was es letztes Jahr nicht gab, das ist dieses Jahr wieder gegeben. Und dieses Gefühl der Geselligkeit, dass man Freunde trifft, dass man ein gutes Glas Wein trinkt, dass man Musik hört, die wirklich was auch qualitativ auf einem hohen Niveau ist. Das ist alles dieses Jahr wieder da und darauf können wir uns auch freuen. Ja, also für alle zugezogen oder die vergessen haben, wie es war, Jazz and Joy, wie läuft das ab? Kriegt dann so ein Bändchen für einen Preis für alle 3 Tage oder muss ich für jeden Tag einzeln bezahlen? Sowohl als auch, also beides ist möglich. Wir haben rund um den Wormser Kaiserdom 4 Bühnen auf dem Marktplatz. Das ist die Sparkassenbühne. Wir haben den Schlossplatz. Das ist die EWR-Bühne, die Volksbank-Bühne auf dem Weckelingplatz, auch ein ganz wunderbarer Ort. Und dann noch auf der Jugendherberge die Renolith-Bühne. Und mit einem Eintrittspreis für das ganze Wochenende kannst du praktisch zwischen den Bühnen flanieren, weit über 30 Bands sehen an den 3 Tagen. Also das ist schon ein großer Spaß. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch noch das Sonderkonzert mit Silbermond am Freitagabend auf dem Marktplatz, was natürlich auch nochmal ein ganz besonderes Highlight ist. Ja, was sind denn die großen Namen, die dieses Jahr dabei sind? Ich bin ja auch programmverantwortlich. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer, jetzt einzelne Namen zu gewichten. Gut, Natürlich gibt es. dann gebe ich mal eine Definition vor. Was sind die Namen, mit denen die Leute nach Worms kommen, aus der Umgebung, aus ein bisschen weiter her? Für wen reisen die Leute an? Also Silbermond ist sicherlich ein sehr attraktiver Name, aber wir haben beispielsweise auch Curtis Steigers da. Das ist wahrscheinlich eher eine Generation über dir, die So ist Curtis das, ja. Steigers kennt. In den 90ern sehr populär als Popsänger, mittlerweile mit wirklich einem ganz außerordentlichen Jazzprogramm, mehrmals auch schon als bester Jazzsänger bepreist. Und Jazzanova, ein toller tanzbarer Act. Wir haben im Jazzbereich zum Beispiel Julia Hülsmann, das ist eine der führenden Jazzpianistinnen Europas. Mit Emile Parisien haben wir einen französischen, ganz wunderbaren Saxophonisten, der die letzten Jahre wirklich, ja, also man muss sagen, ein Weltstar in der Jazzmusik geworden ist, einer der absolut führenden Koryphäen. Und ja, noch viele, viele mehr. Jupiter Jones kommen auf die Hauptbühne, die werden dir auch noch was sagen. Also es gibt Jazzanova
den einen oder anderen Namen, der, glaube ich, doch Begeisterung hervorrufen wird. Und was ich gerade sagen wollte, was mir einfach wichtig ist, es sind über 30 Bands und jeder Künstler, jede Künstlerin, die auftritt, ist wirklich ganz, ganz toll. Da lohnt sich einfach zuzuhören und auch mal einzutauchen. Ich finde, das ist ein ganz wunderbarer Charakter an dem Festival, dass du gar nicht zwingend wegen einem Namen hingehst, sondern dass du weißt, auf jeder Bühne kannst du was entdecken. Du kannst Jazzmusik entdecken, du kannst Musik mit afrikanischen Wurzeln neu entdecken. Wir hatten in den letzten Jahren so viele spannende Acts auf den verschiedenen Bühnen und jedes Mal triffst du Menschen, die sagen, wow, ich habe nicht gewusst, was mich erwartet und ich bin ganz begeistert. Ne? Ich glaube, das macht den Charakter dieses Festivals auch aus. Wie gehst du selbst auf das Jazz-Festival? Gibt es Bands, Gruppen, die du dir unbedingt anhören möchtest? Du musst ja nebenbei wahrscheinlich auch noch was arbeiten, organisieren, bei Problemen helfen oder lässt es sich dann einfach so reintreiben? Naja, in erster Linie die Kultur- und Veranstaltungs GmbH ist ja Veranstalterin, die Kultur- und Veranstaltungs GmbH ist Veranstalterin des Festivals und da bin ich ganz froh drum, dass die Festivalleitung, die Projektleitung, dass Katharina Kaiser, Markus Reis da die Fäden in der Hand haben. Ich bin da ehrlicherweise an diesem Wochenende ein bisschen eher der Grüßonkel. Ich habe natürlich das Programm zusammengestellt. Ich freue mich dann, die KünstlerInnen zu begrüßen, Hallo zu sagen, auch anzusagen auf der Bühne. Und lass mich da wie jeder andere auch treiben. Natürlich mit ein bisschen mehr Stress, weil ich wirklich alle sehen und alle begrüßen will. Aber auch ich lasse mich überraschen. Ich kenne natürlich alle Bands, die ich buche. Aber ich habe nicht alle live gesehen und dann ist es für mich natürlich auch nochmal ein besonderes Erlebnis, klar. Nach welchen Maßgaben plant man so ein Programm? Ist das so, ich hatte jetzt vorhin angesprochen, man fängt mit so seichten Tönen an, wo man sich noch unterhalten kann und dann gegen den Abend wird es dann tanzbarer, lauter. Ist das so ein Ansatz? Also der Denkansatz ist nicht schlecht. Ich versuche natürlich ganz verschiedene Punkte zu beachten in der Programmierung. Als ich vor rund 10 Jahren angefangen habe, das Programm bei Jazz & Joy komplett auch zu gestalten, da war es mir schon wichtig, auch für die Bühne einzelne Schwerpunkte zu bilden. Ja, das heißt, wir hatten eine ganz klare Jazzbühne, puristischen Jazz, auf dem wir dann wirklich Jazz in seinen Facetten auf hochklassigem Niveau präsentieren. Da hatten wir wirklich in den letzten Jahren eigentlich schon immer ganz fantastische Acts aus der ganzen Welt. Auf dem Weckerlingplatz haben wir das schon etwas offener gestaltet, tanzbarer, ist ja auch ein außerordentlich schöner Platz, wo man sich aufhalten kann. Da gibt es dann auch Welteinflüsse, Bossa Nova, Big Band Sound, Funk. Wir hatten Matthew Parker, Candy Delfer, also wirklich auch wahnsinnig bekannte Acts auf der Bühne. Jugendherberge haben wir schon immer versucht, auch ein jüngeres Publikum zu erreichen. Das war ja bis vor 2 Jahren auch die kostenfreie Bühne. Die ist jetzt allerdings auch im Preis inbegriffen. Und stattdessen haben wir aber einen Rabatt für Schüler und Studentinnen eingeführt. Den gab es vorher nie. Auf dem Marktplatz dann natürlich schon große Acts. Das ist ein Platz mit 4000er Kapazität, da muss man natürlich schon ein paar Leute ziehen. Ne? Also so hat man das versucht, ein bisschen zu gewichten. Und dann kommen auch ganz, ganz basale Fragestellungen dazu, die aber immer wichtiger werden. Ich versuche natürlich auch einigermaßen, so wie es halt möglich ist, paritätisch zu programmieren. Also auch Musikerinnen und Künstlerinnen auf eine Bühne zu geben. Ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt. Dann versucht man natürlich auch vielfältig zu programmieren, auch die Herkunft aus verschiedenen Ländern, verschiedene Musikrichtungen. Also das macht viel Spaß, aber ist auch herausfordernd. Gut, ich bedanke mich, dass du hier warst. Wir freuen uns auf ein Gerne. Spannendes Wochenende. Du kannst dich ja auch freuen als Grüßonkel. alle 30 Bands, wenn man das als Zuschauer jetzt machen möchte, alle 30 Bands, ist das gut machbar? Kann man sich das vornehmen oder besser einfach treiben lassen? Also ich würde den Besucherinnen von Jazz & Joy, das übrigens dieses Jahr von 19. bis 21. August stattfindet, würde ich empfehlen, einfach ins Getümmel stürzen, gutes Glas Wein in der Hand und sich fallen lassen und gute Musik hören.
Ja, so machen wir es. Ich bedanke mich, dass du bei uns im Studio warst. Danke für die Einladung. Und für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, geht es jetzt spannend im Programm weiter. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Sendung.